begrüßen zur ersten Pressekonferenz im Jahr 2018 vor dem Heimspielauftakt in der Regionalliga West für unseren RWE am Freitag gegen den Bonner SC. Um 19.30 Uhr geht es da los. Und ja, wir können eigentlich direkt zum Spiel kommen und da direkt mal anfangen mit der Personalsituation. Ja, einen schönen Tag zusammen. Den einzigen Ausfall, den wir haben, ist Russell Nankamp. Der Junge hat Wassereinlagerung im Knie, hat durch den Kunstrasen bedingt da eine Reizung im Knie und haben wir jetzt rausgenommen für ein paar Tage, damit die Reizung und die Entzündung rausgeht, haben das Wasser rausgenommen. Somit ist der einzige Ausfall für das Spiel. Ja, das erste Spiel in der Regionalliga, wie geht es an am Freitag? Ja, ich glaube, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Wir haben sechs Spiele gehabt, inklusive ein Pflichtspiel. Haben fünf Siege geholt, was nicht jetzt unbedingt Fokus ist in der Vorbereitung. Aber das zeigt, dass wir auch Ergebnisse einfahren können, jegliche Konstellationen. Je nachdem, wer spielt oder nicht spielt, ist es auch egal. Ja, die Prozesse, die wir angeleitet haben, denke ich, waren gut. Wer die Spiele gesehen hat, größtenteils konnte erkennen, dass wir variabel agieren, dass wir taktisch variabel agieren können, in Defensive und Offensive. Und dass wir eine Leistungsdichte erreicht haben, dass die Mannschaft es verinnerlicht hat, dass wir näher zusammengerückt sind, was die Leistung betrifft. Ob es Bielefeld hier war, ob es in Dortmund oder in Köln, denke ich, hat man sehr, sehr, sehr gute Ansätze gesehen, dass wir auch spielerisch Fortschritte gemacht haben. Ja, insofern, ja, glaube ich, ja, auch die Fitnesswerte sind super, was die Leistungsdiagnostik gebracht hat. Es ist sehr, sehr gut, auch fitnesstechnisch sind wir auf einem sehr, sehr gutes Niveau. Das Ganze natürlich unter erschwerten Bedingungen, weil ja, die Plätze haben hier und da nicht immer alles hergegeben, aber umso erstaunlicher ist, wie die Mannschaft die Sache angenommen hat und auch hier und da umgesetzt hat. Gut, kommen wir zu einer Frage. Wie ist denn der Stand bei Nick Heimann mit seiner Schulter-OP? Bei dem? Heimann? Robin Hiller. Bitte? Da bist du jetzt schon zu spät. Ja, ist richtig. Robin Hiller. Robin Hiller. Ja, der ist seit 10, 12 Tagen im Mannschaftstraining wieder dabei nach der Schulter-OP, hat das Testspiel in Köln gemacht und auch ohne Beschwerden gemacht, hat ja, auch eine Halbzeit im letzten Spiel gemacht. Insofern denke ich, dass die Schulter hebt und dass er jetzt Schritt für Schritt da wieder ankommt. Ja. Also wenn so eine lange Verletzung ist, man muss man ja auch im Kopf mal gucken, also macht das keine Probleme mehr, wenn er da auf die ledierte Schulter dann auch fällt? Ja, am Anfang haben wir gemerkt, dass er hier und da ein paar Bewegungen gemieden hat, mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, dass er auch mental die Verletzung ad acta gelegt hat und ja, hat jetzt auch in Köln keine Anzeichen gemacht, dass irgendwas da ihn hemmt beim Testspiel. Insofern glaube ich, dass er da komplett frei ist. Ist denn jetzt eine Entscheidung zwischen Heller und Lenz oder hat Lenz aufgrund der Verletzungsgeschichte von Heller doch den Vorzug? Auf der Position haben wir ein Luxusproblem, haben wir schon mal gesagt, dass wir zwei sehr, sehr gute Torhüter haben. Die Entscheidung, die da besprechen wir uns im Trainerteam, die lassen wir uns offen fürs Freitagsspiel. Ich glaube, ich habe ein sehr gutes Gefühl, egal wer von beiden da im Tor steht. Wir haben jetzt zwei sehr, sehr gute Jungs, die ihre Sache bisher sehr, sehr gut gemacht haben, sind beide sehr talentiert, geben uns beide ein gutes Gefühl. Weitere Fragen? Ja, Stefan. Jetzt ist es ja auch das erste Heimspiel vor einem großen Publikum, seitdem Sie gesagt haben, dass Sie zum VfR eingehen. Haben Sie da Sorgen vor den Reaktionen der Fans? Oder? Ich glaube, wir haben eine Mannschaft, die es verdient hat, bedingungslos zu unterstützt werden. Wir haben gute Charaktere in der Mannschaft, gute Jungs und ich hoffe, ja, dass die Unterstützung da ist, dass wir auch von den Rängen unterstützt werden, dass die Jungs da getragen werden, um das Spiel zu gewinnen. Das hoffe ich. Jetzt glaube ich, Ihre Person, Sie sind ja vornehmlich Mensch. Und jetzt haben Sie die Entscheidung, im Feld zu gehen. Inwieweit hat sich denn bei Ihnen was verändert? Oder hat sich überhaupt was verändert? Ich meine, professionell ist gut, aber kann man immer aus seiner Haut in solchen Situationen? Haben Sie irgendwo gespürt im Umfeld, dass Sie, ja, angefangen ist vielleicht ein hartes Wort, aber dass zumindest eine gewisse Wichtigung Ihnen gegenübergebracht wurde?
Also Umgang der Mannschaft nicht. Also das macht mir weiterhin Spaß. Die Mannschaft ist gut. Wenn im Stadion gegen mich gerufen wird, das ist mein Job, das kann ich ab. Das gehört dazu. Natürlich ist nicht schön, keine Frage. Aber wenn es halt zu privaten, persönlichen Anfeindungen kommt und dein Privatleben beeinträchtigt wird, dann denke ich, hat man einen Punkt erreicht, da ist man Mensch und das ist natürlich nicht schön. Ist das passiert? Ja, wenn du auf der Straße gepöbelt wirst oder an der Haustür klingelst und wirst beschimpft und anonyme Anrufe kommen und wirst beschimpft, dann hat es, glaube ich, schon Beeinträchtigung im Privatleben erreicht. Ja. Nochmal nachgefragt. Es ist ja auch so, ist ja auch kein Geheimnis, dass das, was SGB-Trainer sucht, logischerweise, dass die Möglichkeit, wenn sie einen gefunden haben, auch groß ist, dass der sofort anfängt. Spielt das bei Ihnen irgendwie eine Rolle? Oder sagen Sie wirklich, ich bin Profi und ich muss das jetzt, bringe das jetzt professionell zu Ende und wenn Schluss ist, ist Schluss? Oder wie reagieren Sie auf solche Dinge? Ja, wie reagiere ich auf sowas? Ja, wenn man die Berichterstattung liest, dann geht es wahrscheinlich in die Richtung. Lässt einem nicht kalt natürlich, aber trotzdem bin ich für die Mannschaft da. Und ja, und es macht Spaß, in der Mannschaft zu arbeiten. Ja, aber mehr kann ich natürlich sagen. Was sagen zu der Entscheidung, die Sie für Aalen getroffen haben, muss ja nicht mal was sagen, mal gegen Rot-Weiß Essen nicht, sondern für Aalen, was Sie jetzt letztendlich dazu bewogen hat, diese Entscheidung zu treffen? Über Aalen spreche ich erst ab 1.7. Also was, ja, also Aalen ist kein Thema. Ja, vielleicht gucken wir auf das Spiel gegen Bonn. Ja, gut, aber das Spiel. Ist ja trotzdem auch immer ein Spagat. Man sagt ja normalerweise, man plant ja für die Zukunft, schon jetzt für die nächste Saison. Ist es nicht doch ein Spagat für Sie, dass Sie jetzt auch schon mal mit einem Auge nach Aalen blicken müssen? Also die Mannschaft ist weiterhin gut vorbereitet. Also es hat bisher keine Anzeichen gegeben, dass die Mannschaft sportlich nicht gut vorbereitet ist. Das tangiert die tägliche Arbeit. Hier in keinem Rahmen. Also die Mannschaft hat es verdient, dass sie bestmöglich trainiert wird und bestmöglich vorbereitet wird. Und ich glaube, die Leute, die mal im Training sind und können mal zugucken oder die Spiele mal sehen, die werden das auch bestätigen können. Das ist ja trotzdem, schwierig. Also nicht unwesentlich wenige Verträge laufen ja aus. Sind Sie dann auch noch Tippgeber und sagen, okay, der ist gut, den können wir halten, oder sind Sie dann auch da vielleicht nicht unbedingt der erste Ansprechpartner, weil Sie ja im Sommer dann auch nicht mehr da sind? Wenn meine Meinung gefragt wird zu irgendjemandem, werde ich die äußern. Wenn die weiterhin gefragt wird oder für die Entscheidung wichtig ist, werde ich natürlich meine Meinung dazu äußern und mehr kann ich nicht machen. Gibt es noch weitere Fragen von meiner Seite? Dann vielleicht rein sportlich. Also ich glaube, in all Ihren Spielen, die Sie bis jetzt gemacht haben, 5 Gegentore, das ist sehr, sehr respektabel. Da klappt es gut. Aber man hat das Gefühl gehabt, das ging vielleicht ein Stück weit auf Kosten der Offensive. Jetzt hatten Sie Zeit, die Mannschaft so ein bisschen neu einzunorden. Können sich die Fans da auf einen Tick mehr Offensive freuen, auf einen Tick mehr Tore auch formen? Man muss übersehen, was geht zu Lasten für was anderem? Ich glaube, als wir angefangen haben, die Mannschaft 23-24 Tore gehabt. Das heißt, die hat Tore geschossen, aber auch einen Haufen Tore kassiert. Im ersten Prozess geht es erstmal darum, wieder den Erfolg zu generieren. Und es geht darum, da sehr gut eine Methodik auf den Platz zu wählen, wo die Spieler verstehen, was es heißt, erstmal erfolgsorientiert zu arbeiten. Und wenn ich halt 0-1 Gegentor kriege, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das Spiel gewinne, wenn ich 2 Gegentore pro Spiel bekomme. Weil da brauche ich schon mal 3. Das ist der erste Prozess. Ich habe auch in den Spielen, die wir gewonnen haben, also immer ein Chance-Plus gesehen auf unserer Seite, mit Ausnahme von Dortmund. Aber man muss auch sagen, dass in dem Spiel auch der Gegner keine Chance hatte.
darüber spricht leider keiner. Ja, und jetzt gilt es halt darum, dass wir wollen immer Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass wir erfolgreich arbeiten können und erfolgreich im Spiel sind. Und es ging darum, wie gesagt, variabler zu agieren, dass wir nicht ausrechenbar sind, dass wir auch in unterschiedlichen Verteidigungshöhen arbeiten können, dass wir weitere Ballgewinne weiter vorne haben. Also im Endeffekt sind wir schon im Leistungsfußball, im Profifußball, also obwohl wir jetzt in der Regionalliga sind, da sind Ergebnisse erstmal wichtig und die Wahrscheinlichkeit muss hoch sein, dass du Spiele gewinnst. Und im Endeffekt ist die Mannschaft, die das umsetzen muss, die muss sich wohlfühlen in dem, was sie tut, damit du auch die Ergebnisse generierst. Ja, alle wollen Man City und Barcelona imitieren, aber dass da natürlich andere Sachen da im Vordergrund stehen, ist auch klar. Es gilt, Jungs zu entwickeln, die Mannschaft ein gutes Gefühl zu geben, und das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung gemacht, ja, in den nächsten Entwicklungsschritten. Jetzt hast du halt die unbekannte Vorbereitung, auch unbekannte Gegner-Vorbereitung. Hast du diesmal, das ist normal nach der Vorbereitungsphase, da müssen wir sehen, wie das Ganze jetzt im Wettkampfmodus dann übertragbar ist. Aber die Testspiele haben gezeigt, dass wir da auch sehr viele Chancen hatten. Leider sind sie nicht in Toren umgemünzt, aber du erhöhst auch Wahrscheinlichkeit, Tore zu machen, indem du mehr Chancen generierst und Chancen kreierst. Ja, und das haben wir gemacht, und da werden Dinge auch reingehen. Und ja, wenn wir Spiele 2-0 gewinnen und nicht 6-0, habe ich auch kein Problem damit. Wahrscheinlich System, also sie werden jetzt nicht ein vollkommen neues System aufbieten, sondern im Groben das Das System, ist für mich nebensächlich. Das ist die Anordnung, mit der wir beginnen, mit der sich die Mannschaft auch identifiziert und auch trainiert ist. Aber im System haben wir jetzt Variabilitäten drin. Das heißt, wir können in der Spielöffnung mit Dreier- oder Viererkette agieren. Wir können Angriffspressing spielen mit drei Spitzen komplett oder auch mit vier Spitzen, ja, ohne dass es zulasten der Defensive geht. Es ist immer eine Sache, was gebe ich auf, um was anderes zu erzielen. Und ja, da sind wir auch flexibler und variabler geworden. Ja, dafür ist der Benaski bei 100% wieder? Der war ein bisschen kränkelig in der Vorbereitung. Kamel hat einen Muskelfaserriss gehabt, der ist zweieinhalb Wochen, glaube ich, ausgefallen mit Muskelfaserriss, dann war er noch eine Woche krank. Mhm. Ja, er ist jetzt seit ein paar Tagen wieder dabei, aber er hat eine Auswahlzeit gehabt in der Vorbereitung. Ja. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr gibt. Doch. Wort zum Gegner vielleicht auch. Den haben wir jetzt völlig außen vor gelassen. Ne? Ja, Spiel am Gegner. Ja, wie gesagt, das ist eine Unbekannte, weil du weißt nicht, was sie in der Vorbereitung gemacht haben, wie weit der Gegner ist, inwieweit die Schwerpunkte da lagen. Wir können nur analysieren, was bis zum Winter war. Und da sehe ich eine Mannschaft, die eigentlich in 4-2-3-1 agiert, aber auch schon 4-4-2 gespielt hat, eine Dreierkette gespielt gegen Dortmund. Das heißt, da ist eine Unbekannte, wissen wir nicht. Ich vermute, sie in 4-2-3-1. Das ist eine Mannschaft, die mit sehr gefährlichen Schützen hat, aus der Distanz, die Freistöße beherrscht, um 16er, um 20 Meter vom Tor. Da müssen wir sauber im Zweikampf arbeiten, dass wir den Zweikampf sauber führen, dass wir Überzahlsituationen herstellen und nicht zu faul spielen, dass wir den Gegner nicht in die Karten spielen. Ansonsten ja, sehr viel Diagonalbälle, auch Flachpass spielt, also sehr variabel in ihrem Spiel nach vorne. Ja, dennoch im Abschlusskampf ja, aber wie gesagt, du hast immer eine Unbekannte nach der Vorbereitung. Also der berühmte Kaltstart für beide Seiten sozusagen, ja. Genau, ist die richtige Überprüfung zu sehen, wie weit bin ich in allen Bereichen, wie weit ist man in allen Bereichen. Vorbereitung ist immer schön, weil da keine Wettkampffährte vorhanden ist. Jetzt müssen wir das Ganze unter Wettkampfmodus nochmal testen und beide Mannschaften testen, alle Mannschaften testen. Zuschauer, hast du schon was gehört? Ja, vielleicht mal so zwischen 7 und 8. Ja, wenn sonst keine Fragen mehr gibt, ich gucke nochmal in die Runde, scheint nicht der Fall zu sein, dann danke ich euch fürs Kommen und wir sehen uns Freitag hier im Stadion Essen.